Oh, Sigi. Ja, Entschuldigung. Da fliegt man ja. Vom Stuhl. Da fliegt ein das Toupet weg. Und das Blech weg vor allen Dingen. Ja, vor allen Dingen das Blech. Das Blech weg. Oh, jetzt holst du sie wirklich aus dem Mottenkiste, so oder? So dichte das Blech schon in den 80ern. Ja. Und bis heute aktuell. Also merkt man ja, ne? Jetzt holst du die wirklich aus dem Mottenkiste. Ist doch so. Hinten der Salat muss auch gegossen werden. Sag mal, was macht ihr eigentlich? Da sind wir doch dabei. Bin hier die ganze Zeit nur am Schuften. Am Meckern, ja. Nur am Meckern. Echt mal. Oh, die sind hier fertig. Das Einzige, was hier klappt, ist die Tür. Das hat sich ja auch wieder nicht gelohnt. Ich habe erstmal gerade die Brunnen leer gemacht. Wie kriegt man denn einen Brunnen leer? Indem man draufklopft und Geld rausholt. Ha! Toll. Aber jetzt haben wir so uns so geldtechnisch schon ein bisschen erholt, ne? Ja. Wir haben Tiere angeschafft. Wir haben, ja, aber habe ich dir gesagt, weil wir nicht mehr so viel Geld in das Baumhaus versenken. Das ist ja, das war halt doch relativ teuer. Und das ist ja das jetzt. Das Baumhaus ist aber gut geworden. Ja, ändert nur nichts dran, dass das halt ordentlich Knetinski und Knetaski gekostet hat. Das hat 60.000 gekostet. 60.000, 60k. Da darfst du eigentlich gar nicht drüber nachdenken, aber na gut. Jetzt ist es zu spät. Die Jahreszeit ist gleich um und ich habe keinen Sprit zum Ernten. Oh. Ich habe ihn dir gerade geklaut. Ich habe es befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ja, ich kann die Bäume dann quasi nicht ernten. Das muss dann jemand anderes machen. Also zwei Tankstellen für sechs... Da fährt schon einer. Zwei Tankstellen für sechs Leute ist tatsächlich noch zu wenig, ne? Das ist dürftig, ja. Das ist echt der Hammer, ey. Ja, stell dir mal vor, ich hätte die zweite nicht dahingestellt. Ja, dann wären wir ja überhaupt nicht vorangekommen. Ich hab 3 Minuten Tank. Ich brauche kein Sprit, ich habe noch genug drin. Ja, immer schön gebunkert, ne? Ja, ich bin ja jetzt auch nur zu Fuß unterwegs, ne? Spart auf Sprit. Neue Zeit. Oh nein. Man nennt sie Winter. Achso, ja, dann kommt wir jetzt mal wieder richtig Winter. Eine Zeit, wo man die Frostböllen alle kennt. Und wir kommen gar nicht hinterher mit dem Wässern. Nee, jetzt im Winter brauchst du sowieso nicht gießen. Das bringt keinen Vorteil. Aha. Im Winter kannst du das ersparen, das bringt echt keinen Vorteil. 31 Minuten Obstbäume sagen aber auch nichts. Quarz, Bambus, sag mal was. Auch noch ein bisschen was. Quarz, sag mal was. Guck mal, hier kann man Salat ernten. Ah. Der Gemüsestand. Oh. Obststand. Ah! Hilfe, Sigi, der Obststand. Da war ich doch schon. Ja, den solltest du ja gerade nicht machen. Warum nicht? Weil wir das brauchen für die Obst. Marmelade.
Ach so. Ja, aber wie geht ihr denn dann sonst? Die brauchen wir nicht, weil wir dann aus dem Obst machen wir Marmelade. Aha. Ja, das konntest du nicht wissen. Alles schicken. Nee, das kann ich nicht wissen. Alles gut. Kannst schon mal die Bohnen ernten. Ja, schon gut. Da bin ich aber einfach geknickt. Tiefe Trauer durchzieht dein Herz, ne? Ja, aber du hast dran. Wenn du mal guckst. Ja. Hier sieht man echt, wie unterschiedlich wir hier gegossen haben. Da ist einer fertig, da ist einer fertig, da ist einer. Das ist wirklich unfassbar. Aber es sieht eigentlich schön aus, wenn das so schneit, ne? Mhm. Bei welchem Spiel war das so schlimm mit dem Schnee? Bei Dings hier, bei Pumpkin Days. Ja. Und der Schnee war ja richtig anstrengend. Ja. Da war der Schnee richtig anstrengend. So, meine Kühe füttern. Die Schweine haben noch genug. Die Hühner. Auch. Aber schön Eier legen, ne? Aber in einer Viertelstunde wieder. Dann will die Eier haben von euch, aber sicher. Guck mal hier, pure Handarbeit, wie schön. Hier wird geärgert. Ja. Und ihr geht wie auch schön. Hier eine Stunde, ja? Eine Stunde, ja. Ja, ja, ja. Oh Mann, jetzt. Ich hau jetzt Quarz mit der Axt ein über den Haar, über den Schädel. Oh, der arme Quarz. Ich habe alle geerntet. Du hast die Hose aufgemacht. Und den tropischen Fisch habe ich auch geerntet. Du hast die Hose aufgemacht. Ja, klar doch. Oh oh. Ich glaube, jetzt sollte ich aufhören. Warum? Das war nicht nett. Ach, Mensch, Andrina. Wie lange kennen Sie uns schon? Kennen wir uns? Wie lange? 2 Monate? Länger. Ich hab dir doch ganz gut hier erstmal durch die Ecke von Topflitz gezeigt. Gezeigt, wie was geht am besten. Nee, von Topless nicht, aber von Farmers Dynasty. Oh, wer ist denn da so müde? Ich habe auch welche geklaut. Oh, ich bin auf Level gefallen. Oh, was bist du denn? Level 3 oder was? Nö, 4. Ich bin schon 5. Ich hab's gesehen. Du kleine Freche, du. Nee, die Fische habe ich schon geholt. Hehe. Pech gehabt, Pech gehabt. Jei. Oh, was ist denn hier? Karotten gepflanzt? Oder was ist das hier? Rübe. Oh, wer hat denn hier eine Rübe hingepflanzt? Ich. Okay. Ach ja. Ja, der Winter ist so richtig so mäh, ne? Mhm. Aber eigentlich könnten wir doch schon wieder Salat pflanzen, oder? Was können wir pflanzen? Salatos. Ich liebe dich, Ehemann. Oh, sie ist schon wieder rausgeflogen. Oh, die Arme. Vor allen Dingen, weißt du, Sinn hat sie. Wir können keinen Salat. Doch. Vor allen Dingen, wenn sie wieder reinkommt, hat sie keinen Sprit. Ja. Mann, braucht der Salat viel Wasser. Da kannst du ja zugucken, wie das Wasser weggeht aus dem Salat. Aber hat er gesagt, im Winter braucht man nicht gießen. Nee, nee, das bringt nichts. Also du kannst ihn gießen, aber es gibt keine Zeitersparnis, sagen wir es mal so. Mhm. Du kannst ihn gießen, aber es bringt halt so überhaupt nichts.
Oh, sie ist, glaube ich, komplett aus dem Internet geflogen, weil ich habe die Steam-Nachricht gelesen. Mhm. Steam-Benachrichtigung. Eider das. Wir hatten hier ein Feld gepflanzt. X. Ich möchte dieses Feld recyceln, jawohl. Ja. Ich habe nichts gepflanzt. Nö, alles gut. Und selbst wenn. Und selbst wenn, so what, was soll's? Dann hätte ich es auch gesagt. Oh, wir haben noch nicht mal. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Winterzeit rum, ehrlich. Es gibt Sprit. Schnell rennen. Aber nur weil ich genug Sprit habe. Hehe, sonst hätte ich wieder welche geholt. Reicht schon. Ich habe jetzt 20 Minuten Sprit. Also wenn man die Uhr betrachtet, 20. Ne? Also Minuten. Ihr wisst, was ich meine, ne? Nein. Egal. 37 Minuten noch die Trauben. 13 Stunden. Also wir könnten die Trauben tatsächlich heute noch schaffen bis zum Ende des Streams, ne? Ehrlich? Mhm. Die blauen ja. Die sollen jetzt noch 37 Minuten, wenn jetzt die nächste Jahreszeit ist und wir die nochmal ordentlich gießen, könnten wir das hinbekommen. Ja. Würde ich auch sagen. Das wäre ja dann auch mal ein ganz gutes Ziel zum drauf hinarbeiten. Ja. Ich hasse den Winter. Sag los. Mein kleiner grüner Kaktus. Steht draußen am Balkon. Hollahi, hollahi, hollahu. Was brauche ich heute? Schuhe. Was brauche ich? Den Salat. Genau. Brauchen wir nicht. Siehst du, ich wollte mal gucken, ob wir jetzt schon mal eine neue Bushaltestelle dahinstellen können. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Meteor. Oh, 10 Schleifen. Oh, die haben wir gerade so, ne? Gemüsestand. Hey, willkommen zurück, junge Frau. Honigstand, 10 Schlaufen. Der Honigstand braucht 10 Schlaufen. Schleifen. Medaillen, ja. Das ist ja eine neue Gäste. Wikingerhaus, 50.000. Das Wikingerhaus, oh, das sieht so geil aus. Oh. Ja, aber 50.000 und dann die Stufen wahrscheinlich noch, ne? 4 Stufen, eine Stufe 50.000. Ist ja schön, dass das quasi kein Geld kostet. Das ist ja super. Ja, oh, das sieht aber Ehemann, das sieht toll aus. Ja, ich denke, das wird sich auch sicherlich noch machen lassen, aber Stand jetzt. Ich habe jetzt erstmal schon mal wieder die Brunnen leer gemacht. Hat Geld aus dem Brunnen rausgekloppt. Das ist gut, aber das reicht nicht für 50.000. Nee. Wo ist denn die große Tankstelle? Wann kriegt man die denn? Noch in diesem Leben? Nein. Da ist die große Tankstelle. Benötigtes Level 15. Oh, aua. Oh, da werden wir... Ja, aber mir ist ja klar, ich will 14. Weil darauf arbeiten wir jetzt hin, weil dann würde ich nämlich... 14 haben wir doch. Ja. Deswegen. Ja, dann machen wir das, dann sagen wir einfach, wir wollen heute noch die Tankstelle haben, oder? Das schaffen wir nicht. Meinst also, nicht? Ich muss jetzt ehrlich gestehen, dass ich, glaube ich, demnächst abklemmen muss. Warum? Weil ich sehr müde bin. Ja, nee, guck mal auf die Uhr. Mich wundert, dass du sowieso schon so lange da bist. Eben. Das wundert mich wirklich schon. Aber wenn es Spaß macht, dann dauert es auch mal eine halbe Stunde länger, ne? Das stimmt, ja. Aber ich bin so froh, dass du mitgemacht hast. Aber sag mal so, Lavis, es war mir eine Ehre, dich gehört zu haben. Ja, mir war es eine Ehre, dass sie mitgespielt hat, dass sie so spontan ja gesagt hat. Das finde ich so mega, mega toll. Ja, das krieg ich irgendwann. So, jetzt. Ich wollte winken. Also. So. Ich winke ja auch. Oh, Lavisina, das hat wirklich, wirklich, das fand ich toll, dass du mitgemacht hast. Und dass du ja gesagt hast. Ja.
Olli sagt auf der Terrasse so zu mir, bist du sicher, dass Lavisina mit reinkommt? Ich sag, ja. Weiß sie auch, dass du streamst? Ich sag, ja. Und sie hat trotzdem ja gesagt. Ich sag, ja. Ja, ich meine, warum nicht? Gute Nacht, Hans. Hans im Chat sagt, gute Nacht, Lavisina. Gute Nacht allerseits. Ja, schlaf gute schön. Nacht, will deine Tochter noch bei uns bleiben? Das ist ihre Sache. Ja, okay. Groß. Ja, nee, ich frag nur. Nicht, ja. Dass sie denkt, dass sie da mitgehen muss oder so. Nicht, dass sie da... Muss sie gar nicht. Nein, aber nicht, dass sie denkt, dass sie jetzt hier auch runtergehen muss oder so. Nö. Das ist nicht also. So schlimm. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gell? Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und ich würde mich freuen, öfters von dir was zu hören, Lavi. Ja, lässt sich machen, ne? Ja. Ja, in Ordnung. Nett. Würde mich freuen. Auch tipptopp, also Manu, schreib gute Nacht. Ah, dann müssen wir dich jetzt noch aus dem Discord rausschmeißen. Lavisina, einfach auflegen, den Anruf verlassen. Aber war überschön. So. Kriegst du das hin? Ich beende dieses Gespräch. Gespräch, ja. Genau. Also, ciao. Ciao. Ciao, bis bald. Super. So, wird sie hier auch Gott dann. Hier. Ach, ja. Ja, genau. Jetzt sind wir nur noch zu dritt im Discord. Hm. Jetzt, aber Joker, du kannst ruhig bleiben, das ist überhaupt kein Problem, ne? Nicht, dass du jetzt auch denkst, du musst gehen. Genau, hat sie ja gerade geschrieben im Chat. Also, okay, habe ich jetzt eben erst gesehen. Also, bis das deine Internetverbindung entscheidet. Also, okay. Ja, genau, so lange... Ja, ist gut, Manu. Ich hab das Lavi zu spät gesehen. Ich hab nur gesehen, oh, gute Nacht. Und dann denke ich so, okay. Auch bei Hans hatte ich nur gute Nacht gelesen und ich denke so, Aber er meinte auch, Lavisina. Ich sollte vielleicht mir anfangen oder angewöhnen, mal die Sätze bis zum Ende zu lesen. Das ist meist sehr hilfreich. Ehemann, nur weil Lavisina weg ist, sind wir drei Frauen trotzdem immer noch in der Überzahl. Das ist richtig. Und was nützt es? Ich bin ja auch noch da. Also ihr kann ja auch noch unterstützen. Du möchtest jetzt... Ach ja, du spielst ja auch eine Frau. Stimmt ja, da war ja was. Im Übrigen, Sigi. Ja? Ich kenne einen YouTuber, der in Spielen ganz gerne eine Frau spielt. Aha. Weißt du, wen ich meine, Olli? Nein. Nee, jetzt gerade nicht. Wer hat denn bei GTA eine Frau gespielt? Ne, weiß ich jetzt gerade nicht. Wie viel GTA haben wir geguckt, Ehemann? Ja, ich weiß aber nicht, wer von den... Tobi? Ach ja, natürlich. Tobi spielt meistens Frauen. Oder nicht? Das stimmt. Siehst du? Ja, jetzt wo du es sagst, ja. Also du musst nicht zwangsläufig einen Mann verkörpern. Naja, mal gucken. Nein, richte dir das ruhig ein. Du hast ja nachher noch ein bisschen Zeit. Ja. Mafuyu spielt auch eine Frau. Ja, stimmt. Eine halbe Stunde haben wir noch mit den blauen Trauben. Ja, ich sag ja, die schaffen wir noch. Wenn jetzt eine neue Jahreszeit da ist, dann können wir das nochmal richtig gießen und dann geht das nochmal ein bisschen schneller. Hast du recht, Rico, oder Heideltraut, genau, er spielt Heideltraut. Und Tobi hat ja auch Frauen gespielt. Also es gibt viele, die Frauencharaktere spielen, obwohl sie ein Mann sind. Oh, die Kartoffeln können wir auch noch schaffen hier. 11 Minuten. Oh, wisst ihr, wie voll die Tankstellen sind? Wisst ihr, wie voll die Tankstellen waren? Vergangenheitsform. Ja, war klar. Woher wusste ich das jetzt? Ach, Ehemann. Guck mal, ist es doch für einen guten Zweck. Ja. Ist dafür, dass ich meinen Trecker überfahren kann. Ja, ich will Trecker fahren. Salat ist aufgestiegen. Level 23. Der Salat hat ein höheres Level wie unsere Dings. Ja.
überleg mal, wie viel Salat wir schon gesetzt haben, die jetzt in dieser. Ja. Und wir haben das ja in den vergangenen Streams auch nicht weniger gemacht, ne? Mhm. Da haben wir auch sehr viel Salat gepflanzt. Aha. Ja, man muss ein bisschen warten. Ist noch nicht so weit. Da stehen ja zwei Personen für die Obsternte an. Jetzt kloppen wir uns um das Obst hier. Ja, was fertig ist, ist fertig, ne? Neue Jahreszeit. Ja. Äpfel. Bambus. Noch mehr Bambus. Nein, das ist bestimmt noch mehr Bambus. Bambuso. Bambuse für unsere Franzosen. Was machst du eigentlich heute, Kalle? Ich sag ja. Chillen? Ui, was ist bei dir kaputt gegangen? Was denn, Sigi? Hat Obst ein paar Mal gehöppelt und schon war er weg. Wir müssen mal beim Gemüse ein bisschen aufpassen, wenn wir ernten. Die Gemüsekiste ist voll, ne? Also in zwei Kisten voll. Nein, ich meine nur so. Ehemann, guck mal, drück mal auf Tab. Ja, ich bin gerade dabei, ja. Da ja, einmal ja. Hier Gemüsestand weg, so, zack. Wir müssen da tatsächlich langsam ernten. Zweite. Und der zweite hier, der Obststand? Den nicht, auf gar keinen Fall. Weil du siehst ja, was da drin ist, ne? Und jetzt komm mal bitte mit. Ja. Und dann guck dir hier mal die Matsche an, diese Fruchtpresse hier. Ja. Und die braucht noch 19 Obst. Ja, und wie kriegt die jetzt den 19 Obst? Ja, wenn wir Obst ernten. Aber wenn du das Obst am Obststand verkaufst, können wir das hier nicht pressen. Und wie kriege ich jetzt den Obst hier rein? Links unten, wenn du siehst. Das geht von alleine. Geht von selber. Gucke, was unten steht doch 31 von 50. Ja. Ja, ich gönn's dir, wenn, Kalle, ich gönn's dir. Aber wenn du jetzt das Obst aus dem Obststand verkaufst, dann nimmt er 20 von den 31 wieder weg. Ah, scheiße, nee, das soll er nicht machen. Ist ja, siehst du, deswegen sollst du den Obststand nicht abkassieren. Ja, habe ich es noch nicht gemacht. Ja, aber ich wollte dir das nur mal erklären, damit du es auch verstehst, weil... Ja, ist ja in Ordnung. Ich sage jetzt mal so, ich will dich jetzt nicht mit meinen Kindern vergleichen, aber ich sage jetzt mal so, wenn ich meinen Kindern erkläre, warum, was, wieso, ist das einfacher für sie zu verstehen und die müssen das nicht dauernd hinterfragen, so, ne? Mhm. Warum sagt die das jetzt oder so, ne? Okay, sie sagt... Salat braucht noch 6 Minuten. Aber jetzt können wir hier hinten noch gießen, ne? Warte mal. Da können wir doch jetzt noch mal die Zeit ein bisschen forscher machen. Ehemann, ich hab Gas, ich hab Sprit. Ich bring nix. 24 hat denn hier schon jemand? Hier hat schon jemand gegossen. Deswegen, dies ist voll. So, tüffeln 4 Minuten, okay. Aber 24 Minuten sollten wir noch schaffen, oder? Ja. Das haben tüffeln wir. Tüffeln noch 4 Minuten. Da muss ich mal gerade schnell hin. 3 Minuten. Ah, du hast gegossen, Manu. Super, danke schön. Das war gut. Damit verkürzen wir ja die Wachstumszeiten, ne? Cool. Absolut cool. Ja, wie gesagt, nächstes Wochenende ist kein Stream. Ich weiß. Aber übernächstes Wochenende können wir das gerne wiederholen. Wenn du Lust hast. Dann machen wir am Anfang wieder ein bisschen Farmers Dynasty. Dann werden wir mit Opa Flautenschieber noch ein bisschen Schatzsuche und ein bisschen Schatzsuche machen. Mhm. Und danach ein bisschen Farm Together hier, wenn dann ihr Lust habt. Ja, dann willst du ja auch auf den anderen Dings. Auf den normalen. Guck mal, wie die Ladies. Einer von rechts, einer von links. Voll geil. Das sieht so geil aus. Oh.
Und Olli rennt da wie so ein angestochenes Kalb dran vorbei. So, und ich hole gleich die Kartoffeln alle mit der Hand raus. Das ja. ist doch. Super. Da warte ich jetzt gerade. Wie lange braucht denn der Mais hier oben noch? Der braucht noch lange. Oh ja, ein Tag und 13 Stunden. Alter Schwede. Ja, aber der bringt auch ordentlich Katsching, wenn du den erntest. Das ist der Vorteil. Mhm. Da dauert auch noch ein bisschen mit den Weintrauben. Ja, aber ach, nur noch 24 Minuten nur noch, ne? Das ist im Rahmen. 13k könnte ich ja noch mal gucken, ob ich nicht noch mal doch mal ein paar Bäume anschaffe, oder? Ja, das klingt nach einem guten Plan. Sag mal, kann man die hier nicht auch wegnehmen? Ich hab doch schon gegossen, tipptopp. Ja, umso mehr, umso besser. Mhm. Kann man die hier nicht, aber die kann man nicht wegnehmen, ne? So, ich bin mal kurz AFK. Alles klar. Okay. Ich sitz am Picknicktisch. Alles klar, dann bist du am Picknicktisch. Ich glaube, ich komme mal mit. Aha. Aha. Psst. Wir sind verheiratet, wir dürfen das tun. Ich weiß. Ihr müsst das sogar tun. Nein, bis gleich. Fünf Minuten. Okidoki.
Tülö. Jo. Willkommen zurück. Vielen Dank. Unsere Mädels sind fleißig, ja? Ja, ich habe auch die Kartoffeln auch schon geerntet. Sehr schön, sehr schön. Die sind schon verdaut, glaube ich. Die Äpfel sind in 5 Minuten fertig. Dankeschön, Hans. Dankeschön. So, ich werde mal gucken, was wir noch für Bäumchen anpflanzen können. So langsam müssen wir ja mal hier aufstocken, ne? Ja, wir haben ja wieder 20k. Deswegen. Dann schauen wir doch mal, was wir für Bäumchen noch haben müssen. Kirschbäumchen könnten wir ja mal kaufen. Was haltet ihr denn davon? Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Was ist mit dem Pilzstand? Darf ich da? 2, was? Den Pilzstand, darf ich den ernten? Alles außer Obst darfst du ernten. Alles außer Obst, also Pilzstand darf ich. Ja. Gut. Dann haben wir ihn auch mal gerade gekillt. So. Jetzt ist unser Geld quasi wieder hinüber. Nee, 4,57. Ja, aber von 20, überleg mal, wie teuer die Bäume sind. Ja. Von den Aprikosenbäumen haben wir auch noch nichts. So, ich bin auch schon wieder da. Von den Orangenbäumen haben wir noch nichts. Kokospalmen haben wir auch noch nichts. Kokospalmen 800. 800 mal 9. 8 mal 9 sind 72, ne? 7,2k. Aber es ist ja gleich, kommt ja gleich, ne? Noch eine Viertelstunde, dann sind die Trauben fertig. Oh, die nächste Mal hier sind die Bananen fertig. Oh, da können wir richtig schön Marmelade machen. Und Trauben können wir dann Traubensaft machen, ne? Oder nicht? War das nicht so? Ja, klar. Apfelbaum 3 Minuten. Also gut 4 Minuten noch. Ja, ja. Ja, da kommen alle Bäume. Also Banane kommt dann, so wie das aussieht. Banane. Banane. Jo, hast recht. Banane. Die, guck dir mal die Bananen an, wie die richtig aussehen. Ja, ne? Richtig Plastik. Tipptopp, wir üben das noch ein bisschen. Echt Plastik. Ah, wir üben das noch ein bisschen. Birne wird auch fertig, so wie ich das sehe. Ja, einmal kriegen wir den Gemüsestand noch abgeerntet, bevor wir hier das große Ernten beginnen. Also ich glaube, wenn wir hier gleich das Ernten beginnen, müssen wir dann zwischendurch echt mal abkassieren, ne? Oder wir müssen noch mehr Lager hinbauen. War das nicht so, dass man auch größere Dingstände kaufen kann? Ups, Gemüsestände späterhin, ne? Alter. Mann, der Meister braucht aber verdammt lange. Der braucht noch einen Tag und... Ja. Ich würde ja so gerne den Honigstand nehmen, ne? Aber der kostet 10 Schleifen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Nein. Ich kaufe jetzt eine... Ich gebe jetzt Geld aus. Ach. Oh. Nee, nicht Geld, sondern... Schleifen. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde. Keine Ahnung. Mach es. 5 Schleifen hast du ausgegeben. Ja. Sehe ich. Okay, ein Goldnugget kann man umwandeln in 10k. 10 Goldnuggets kann man in der Schleife umwandeln. Oh. Wie viele Goldnuggets haben wir denn? 9. Wo steht das? Wenn du da drauf guckst, dann siehst du das Inventar. Obwohl ich mich gerade frage, wie man dazu kommt. Ja, die findet man ja irgendwie immer zwischendurch, ne?
Aber es ist doch cool, wenn man da zum Beispiel 10k sich holen kann. Oder so ein Ticket für den Erntehelfer oder so. Ist doch cool, oder nicht? Ja. So, ich werde mal hier zugucken, wie geerntet wird. So. Also, wir ernten jetzt nochmal den Salat und danach pflanzen wir aber möglichst noch irgendwas, ein bisschen was dauert, damit wir für das nächste Mal dann... Was genau. Haben. Meinst du nicht, dass wir nochmal eine Salatfuhre machen können? Meinst du eine noch? Ja, gut. Ja, eine Salatfuhre können wir noch machen.